Forderung ist 100%. 100% gemeinnütziger Wohn- und Arbeitsraum im Neugassquartier zu Zürich. Das Gegenteil, ja, das gäbe es schon an der Europaallee und das lange. Für uns ist klar, dass da ein besseres durchmischtes Quartier muss hinkommen, wo alle Leute leben können. Und wo man nicht einfach nur wieder, jetzt halt in dem Fall nur 66%, aber eine grosse Mehrheit der Wohnungen in diesem Preissegment sind, wie wir es jetzt von der SBB schon gesehen haben. An der Neugasse soll ein Treffpunkt für alle entstehen. Das wird man jetzt mit einer städtischen Volksinitiative erreichen und den Stadtrat dazu zwingen, Verhandlungen mit der SBB über einen Verkauf vom Areal aufzunehmen. Die Stadt Zürich wird sich nicht zu der Initiative äußern. Die SBB hingegen schreibt: Die Neugasse Zürich soll möglichst vielen zugutekommen und nicht nur Einzelnen. Denn Stadt ist mehr als nur Wohnen. Es ist Gewerbe und Infrastruktur, Freiräume und Grünflächen. Hier soll möglichst viel Verschiedenes entstehen und möglichst viel Verschiedenes Platz finden. Ein Drittel gemeinnütziges Wohnen gegen die Umzonung von Gewerbe in Wohnzonen. So der Deal zwischen Stadt und SBB. Der Verein Neugast hat das Gespräch mit beiden Parteien gesucht, ist mit seinen Anliegen aber abgeschmettert worden. Verständnis dafür hat der Verein Neugast nur wenig. Weil es braucht nicht nur die den ganzen Tag arbeiten müssen, um ihre Wohnung zu zahlen und dafür nie auf der Straße anzutreffen sind. Genau diese Durchmischung ist für den SVP-Gemeinderat Christoph Marti aber nur Politik. Der subventionierte Wohnraum sorgt nämlich nur für eine Ungleichberechtigung. Also Durchmischung nach linker Lesart heisst, dass die Linken unter sich bleiben können. Das heisst auch, dass sich ein sogenannter Kulturschaffender oder ein Verwaltungsangestellter mit einem 50% Pensum eine tolle neue Neubauwohnung kann leisten kann, gemäss am sozialdemokratischen Motto: für die Äußerungen bezahlt von allen. Die Initianten brauchen für ihr Anliegen 3'000 Unterschriften. Befürworter und Gegner gehen davon aus, dass diese Initiative zustande kommt und das Volk am Schluss über das Anliegen entscheiden muss.